Hallo Leute, heute machen wir gebackene Eiertoast. Für 5 Portionen braucht ihr 5 Eier, 10 Toastbrote, Salz und Pfeffer, Sahne zum Bestreichen des Brotes und Käse zum Bestreuen. Als erstes nehmt ihr 2 Brote, dann macht ihr mit so einer Tasse, ihr dreht so, damit so ein Kreis rauskommt. So ungefähr. Das macht ihr mit beiden Broten. Jetzt bestreicht ihr das eine Brot, in dem kein Loch ist, mit Sahne. Dann tut ihr das eine Brot mit dem Loch auf das zweite Brot mit der Sahne drauf. Jetzt das Brot auf ein Backblech platzieren und darauf ein Ei in das Loch. Jetzt würzt ihr das mit Salz und Pfeffer. Und jetzt mit Käse bestreuen. Und das nur auf dem Ei. Macht jetzt die restlichen 4 Brote. Genauso wie wir dieses eine Brot gemacht haben. Und so sieht's aus. Tipp! Ihr könnt diese kreisförmigen Brötchen, die wir vorher ausgestochen haben, die könnt ihr auch servieren, genauso wie die Brötchen mit der Sahne, und bestreuen, dann werden die knusprig und es schmeckt lecker. Und das kommt dann in den Ofen für 15 Minuten auf Ober-Unterhitze 180 Grad. So soll's aussehen. Und dann servieren. Guten Appetit oder auf Arabisch, Sahten!